Schön, dass ihr dabei seid. 2 Jahre machen wir PS Tune-Up. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns noch mit einem richtigen Hyperraumschlitten beschäftigen. BMW S1000RR. Und zwar noch die 2016er Version. Also nichts hier mit, wie heißt das Ding? Abgas? Naja, nicht mehr zugestopft. Die kann noch richtig was. Auf jeden Fall haben wir sie genommen und sind nach Most gefahren, weil wir die natürlich auf der Rennstrecke testen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, die Verkleidung. Jeder, der mit so einem heißen Eisen auf die Rennstrecke geht, will natürlich nicht mit der Originalverkleidung drauf. Also haben wir uns ein paar Zubehörverkleidungen angeschaut. Wie ist die Passform? Wie lassen sie sich montieren? Wie ist das Gewicht? Dann haben wir uns die Bremsen angeschaut. Die Bremsen sind ein ganz großes Manko bei den Motorrädern. Naja, also ich sehe jetzt schon, dass sie in München gerade Amok laufen und Obi auf die Liste ganz oben setzen. Das ist nicht die erste Liste, auf der ich ganz oben bin. Denn ob du es glaubst oder nicht, das ist nicht das erste Mal, dass ich auf einer Liste stehe. Ja, Fakt ist, also zum Rollen über die Landstraße taugt das schon, aber das geht besser. Und was wir auch festgestellt haben, äußerst interessant, es gibt, auch wenn jetzt München mich mit auf die Liste neben Obi setzt, eine Seriensteuerung. Ja, wir haben 2 S1000er freundlicherweise vom Our Biker Village zur Verfügung gestellt bekommen und siehe da, beides identische Motorräder, beide Bremsen mal komplett unterschiedlich. Damit haben wir uns ausführlich beschäftigt in Most. Und wir haben sogar herausgefunden, woran es liegt. Liste ganz oben, alle beide. Ja, außerdem haben wir uns noch um den Auspuff gekümmert. Der vom BMW ist auch super, kein Ding. Andere bauen das aber irgendwie noch geiler. Also da haben wir ein paar nette Varianten, straßenzugelassene, aber auch welche so richtig, die knallen unter anderem ganz heißes Titaneisen von der Insel. Jungs von im Heft. Zu geil. Wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit, wenn wir schon so ein Teil hier haben, euch ein bisschen was über das Bike an sich zu erzählen. Weil so eine S1000, die hat schon richtig was zu bieten. Unter anderem Heizgriff. Kein Witz. Heizgriff. Die sind auch nicht so einfach einzuschalten. BMW hat das ganz kompliziert gemacht. Komm mal, Jakob, schau das mal an. Das geht nicht einfach nur an und aus, das ist Vorheizen, normal. Aus. Sind das diese Heizgriffe, die vorgehen oder was? Ja, die Elektronik bei dem Motorrad ist, boah, das ist der Wahnsinn. Da schauen wir nur mal ins Display, was da alles passiert. Hast du es drauf? Ja, in dem Dashboard haben wir den aktuellen Schräglagenwinkel bei der Kurvenfahrt. Der befindet sich hier oben. Das heißt, wenn du noch genug Zeit hast, während der Fahrt deine aktuelle Schräglage abzulesen, kannst du ihn hier lesen. Wir haben den Richtung des Schräglagenwinkels. Der wird dann hier zwischen dem Max und der aktuellen Schräglage angezeigt. Wir haben maximale Schräglagenwinkel für links und rechts. Die sind natürlich unter dem Max, wo wir jetzt die beiden Nuller haben. Wir haben eine aktuelle Verzögerung während dem Bremsvorgang. Das ist diese Skala hier, Meter pro Quadratsekunde. Wir haben die Drehmomentreduzierung, die wird dann von oben nach unten angezeigt. Wir haben die DTC-Einstellung, so nennt das BMW, das ist die dynamische Traktionskontrolle. Ich mache nochmal an und aus, damit man das sieht. Da sieht man DTC und da drüben war eine Ziffer. Und das ist schon ganz schön viel für ein Seriendashboard. Die haben die Race-Modis, sieht man hier kurz eingeblendet, Range, Sport und Race. Und dann gibt es noch einen Zusatzstecker. Wenn man den einsteckt, dann hat man auch den Slick-Modus, mit dem man dann auch einen benutzerdefinierten Modus noch erstellen kann. Also ein bisschen mit Hirn muss man trotzdem noch fahren. Aber es ist ganz großes Kino. Wir haben einen Laptimer an Bord, man kann das ABS ausschalten, man hat sogar ein, wie heißt's? Tempomat. Tempomat, danke. Man schaut sich die Kiste an, man denkt sich, meine Güte, wie soll ich mir das alles merken, was da dran ist? Aber die meisten Sachen funktionieren wirklich intuitiv. Also da haben sich die Ingenieure wirklich was einfallen lassen. Finde ich gut. Ja, also auf dem Weg nach Most hat mir Obi erzählt, ne, dass wir hier quasi mit NASA-Technik unterwegs sind. Und ohne Witz, ich habe gedacht, ach du Scheiße, ich soll jetzt echt das Handbuch lesen sollen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich kann, wie er schon beschrieben hat, wirklich alles an diesem Bike einstellen. Das ganz Schöne und Tolle daran ist aber, du kannst auch einfach den Race-Mode einschalten und rechts an diesem Griff drehen und das Ding geht Mörder voran und macht Mörder Laune. Die Traktionskontrolle läuft Amok, ABS, das schüttelt dich ab und zu mal durch. Und genau das, glaube ich, ist auch die ganz große Stärke, womit BMW ja jetzt seit Jahren geschafft hat, den Markt dermaßen auf den Kopf zu stellen im Bereich der Superbikes. Du hast Möglichkeiten, mit dem Teil wahrscheinlich bis in die IDM oder sonst was aufzusteigen über die Elektronik. Du kannst aber einfach draufsteigen, Gas geben, Spaß haben. Obi, der Spaßvogel, hat mich übrigens erstmal mit Rain Mode rausgeschickt. Und habe gedacht, Alter, was geht die nicht Gas? Das Ding macht nämlich dann wirklich erst irgendwie Alarm, wenn sie gerade steht, und zwar wirklich gerade, und 10 an dir vorbei sind, dann fängt sie an zu beschleunigen. Ich habe echt eine halbe Runde gebraucht, ich habe mich richtig kacke gefühlt, bis ich gerafft habe, dass da Rain im Display steht.
Ist aber auch geil, weil du weißt halt, du hast solche Möglichkeiten. Ja? Früher hat jeder einen Regentag in der Box verbracht. Jetzt kannst du Rain Mode einschalten und sogar mit so einem Teil wirklich Spaß haben. Wobei ich nach wie vor ganz, ganz groß der Meinung bin und Verfechter der Meinung, du solltest fahren, als wenn du all diese kleinen Helferlein und grünen Männchen unter der Haube nicht dabei hättest. Ja? Sie sind dazu da, dir den Allerwertesten zu retten, wenn es hart auf hart kommt. Pflege eine runde Fahrweise, denk drüber nach, was du tust. Gas zu, auf, wird früher oder später wehtun. Also da bin ich mir nach wie vor sicher. Und ich habe es im Most gesehen. Es liegen auch S-Tausenden im Kies. Auch Panigales können sich fies überschlagen. Die Elektronik allein richtet es nicht. Da sind noch ganz viele Fahrzustände, in denen man sich Schmerzen zufügen kann. Das Problem dabei ist auch ein bisschen, das System kann messen, dass das Hinterrad sich dreht. Es kann messen, wenn das Hinterrad Schlupf hat, wenn sich das Hinterrad quasi anders verhält zum Vorderrad. Es kann aber nicht messen, wenn das Hinterrad zur Seite Schlupf hat. Das heißt, unter bestimmten Umständen, sei es Bodenwellen und du bist am Gas und das Fahrzeug kriegt seitlich Schlupf, kannst du genauso auf der Nase liegen, wenn du dann auch noch falsch reagierst, weil du es überhaupt nicht gewohnt bist, dass die Kiste rutscht. Oder das Vorderrad. Wenn du einen geilen Metzler-Slick drauf hast und auf einer Strecke bist, die wahnsinnig viel Grip hat, kann es auch mit so einem ABS passieren, dass das Vorderrad keinen Schlupf hat, aber dermaßen verzögert, dass das Hinterrad hochkommt. Und wenn du das dann nicht gewohnt bist, reagierst du automatisch falsch. Du kannst nur falsch reagieren, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst. Also es ist immer noch, man muss mit Hirn fahren. Grundsätzlich aber ist die S1000 RR ein wahnsinnig krass geiles Gerät. Ich bin jetzt leider nur auf der Straße gefahren, wie wir die Teile bekommen haben. Wenn du nur mal rumguckst und hier aufs Federbein schaust, jetzt kommen wir nämlich mal zur elektronisch einstellbaren Federbein. Da ist ein Federwegsensor angebracht. Warte, ich leuchte mal hin. Das hier ist das Gestänge zum Federwegsensor. Der Federwegsensor misst den Weg und die Geschwindigkeit, in der der Weg zurückgelegt wird. Und darüber wird eben die Dämpfung eingestellt. Man hat einen Einstellbereich, den man im Menü einstellen kann während der Fahrt von sozusagen 14 Klicks, 7 ins Minus, 7 ins Plus. Und Druckstufe und Zugstufe kann man einstellen, anders als bei der Gabel. Bei der Gabel haben wir auch einen Federwegsensor. Der ist nur für die Dämpfung Druckstufe zuständig. Optional kann man noch einen zusätzlichen Federwegsensor für die Zugstufe bei BMW ordern. Damit kann man dann auch wieder 7 Klicks ins Plus und ins Minus einstellen. Alles während der Fahrt im Dashboard. Das ist der Hammer. Das ist Data Recording. Du weißt ja, mit der Schwerkraft verhält es sich wie mit dem Wahnsinn. Manchmal reicht schon ein kleiner Schubs. Fein. Also, dann erzähle ich euch ein bisschen was wir uns so im Tune-Up genauer angeschaut haben. Wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet hier. Das ist ganz, ganz heißer Tobak. Slip-ons, Titan-Komplettanlagen, das Ganze natürlich wieder auf den Prüfstand gestellt und geguckt, was kommt hinten wirklich bei raus. Wobei, da muss ich auch noch sagen, Spitzenleistung ist wirklich Nebensache bei irgendwie 200 PS, zumal ja eh permanent diese Traktionskontrolle hier Alarm macht. Das heißt, die Spitzenleistung bringt man sehr selten überhaupt auf den Asphalt. Wenn, dann geht es darum, A, natürlich bei so einer Titan-Komplettanlage vielleicht auch ein paar Gramm rauszuholen, aber vor allem Mid-Range-Power, ja, also da, wo man wirklich fährt in der Mitte des Leistungsbandes, da das Optimum rauszuholen. Und da haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut, was das Ding so kann. Und dann eben eingangs erwähnt, Bremsenthema. Wir haben zum einen die Low-Budget-Variante, sprich Bremsscheiben und Belege, durchprobiert, für Straße und für Track. Und wir haben aber auch in die Vollen gegriffen und haben mal geschaut, was können denn High-End Bremspumpen wirklich im Vergleich zum Original nochmal oben drauf packen. Und da geht noch richtig viel. Also da steckt richtig Potenzial in diesem Motorrad. Ja, da hatten wir zwei unterhaltsame Tage in Most. Mit sehr viel Arbeit. Wir hatten zwei Motorräder, eine Zusatzfelge. Das heißt, wir haben auf der Serienpumpe alle Bremsscheiben getestet. Und dann haben wir noch
Paarungen gebildet mit Bremsscheiben und den dazugehörigen Bremspumpen. Und dann haben wir uns noch ein Wunschkonzert quasi rausgesucht. Das verraten wir jetzt aber nicht, was es war. Das müsst ihr schon selber lesen. Aber wir haben gravierende Unterschiede festgestellt. Ja, und zu guter Letzt, Rennplaste. Ja, also wer auf den Track geht, sollte sich lieber früher wie später, weil später könnte teuer werden, über eine Rennverkleidung ernsthafte Gedanken machen. Die Kosten, je nach dem, was man an Material wählt, nicht die Welt. Wir haben auch was getestet, was schon eine kleine Welt gekostet hat, aber halt auch einfach höllenhaft aussieht. Radarstrahlen abweisen, Selbstfightermäßig, Carbonverkleidung, aber eben auch GFK in verschiedenen Varianten. Und auch da gibt es echt heftige Unterschiede. Ja. Also der Grund-Carbon-Test, ja, das kann jeder. Ja. Das hat auch jeder intuitiv drin. Jeder, der an Carbon kommt, macht jeder. Weiß jeder sofort, Carbon. Okay. Carbon, was ist das? Einen habe ich noch, der ist jetzt hier aber auch ein bisschen versteckt. Und zwar ist das der Schaltassistent. Der Schaltautomat. Geiler Scheiß. Den haben wir jetzt hier hinten angeschraubt. Das ist die Schaltumkehrung, das heißt erster Gang oben. Normalerweise wird er hier angeschraubt, dann ist der erste Gang unten. Normalerweise kennt man das von Schaltautomaten so, dass wenn ich die Schaltung umkehre, brauche ich einen anderen Schaltautomaten. Das ist bei dem Schaltautomaten egal. Der hat sogar eine Blipperfunktion. Genau, Blipper. Ich kenne jetzt jemanden, der ist jetzt BMW-Fan aufgrund von der Blipperfunktion dieses Schaltassistenten. Ja, jetzt hör mal, was macht das Blipper? Ich bin noch nie Blipper gefahren. Also das Blipper, wie der Schaltautomat, das kennt ja mittlerweile wirklich schon jeder. Beim Aufschalten nicht mehr kuppeln müssen, einfach durchladen. Aber jetzt machst du das runter auch. Das heißt, du kuppelst einmal, wenn du in die Boxengasse rollst, um rauszufahren. Und ab da gar nicht mehr. Und wie ist das, wenn ich runterschalte? Erhöht er dann automatisch die Drehzahl, wie man es kennt vom Zwischengas geben? Oder? Was da jetzt genau für Männchen drin werkeln, kann ich dir ja auch nicht sagen. Aber die Regel ist so, dass du wirklich blitzsauber mit entsprechender Motorbremse da deinen Gang reingelegt bekommst. Und Motorbremse. Also das ist auch wieder dann ein Mapping-System. Wenn die Blipperfunktion aktiv ist, über das Mapping eben die Motorbremse ein bisschen sanfter wirken lässt. Genau, also Blibbern ist ganz große Zukunft. Kommt jetzt auch immer mehr in den Straßenmotorrädern, also nicht nur in den Superbikes, gibt es teilweise jetzt schon bei den ersten Naked Bikes oder auch zum Nachrüsten. Dann ist es leider, so ist das in Deutschland, illegal, weil es in die Zündung und damit in die Abgaswerte eingreift. Nichtsdestotrotz werden die Leute es verbauen und werden ihren Spaß dran haben. Also Blibbern ist definitiv das neue Gasgeben in Unterführungen, weil es so geil auch knallt, aber auch vom Fahren. Also es macht Laune und es werden mir ganz viele Menschen fragen, ja, brauche ich das? Nein, braucht kein Mensch. Du brauchst einen VW Golf, der dich trocken zur Arbeit bringt. Das braucht alles kein Mensch, aber es ist einfach geil. Ja.